Oh, es ist heiß. Apropos heiß. Falls ihr auf der Suche seid, euren Biest von CPU ein bisschen runterzukühlen, dann habe ich hier was für euch. Und zwar schauen wir uns heute das Celsius S36 Prefill CPU Water Cooling System an von Fractal Design. Krasser Name, ich weiß. Ja, das ist eine All-in-One-Wasserkühlung mit einem 360er Radiator. Das heißt, falls es in eurem Case unter Umständen mal ein bisschen heißer werden sollte, dann sollte das Teil helfen, alles ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Wir packen erstmal aus und schauen, was drin ist. Wenn wir das Paket öffnen, dann finden wir zuerst den 360er Radiator mit der verbundenen Pumpe. Als nächstes finden wir im Paket drei Lüfter, die direkt mitgeliefert werden. Und zwar sind das die Dynamic X2 PWM Lüfter von Fractal Design. Und natürlich nicht zu vergessen das Zubehör, was mitgeliefert wird, damit wir das Ganze montieren können, auch für die verschiedenen Sockel. Wenn wir uns die Wasserkühlung jetzt mal im Detail anschauen, dann fällt eigentlich sofort auf, dass die Schläuche hier gesleeved sind. Das kennt man von All-in-One Wasserkühlung vielleicht jetzt eigentlich nicht so, macht aber einen extrem fetten Look aus. Außerdem hat Fractal Design dem Celsius S36 Metallfittings verpasst. Das gibt den ganzen noch mal so einen edlen Look und ich finde, das macht richtig was aus. Naja, weil heutzutage baut man den Rechner natürlich ja auch mit Optik und da spielt das Ganze schon eine große Rolle. In der Pumpe selber ist noch mal ein sounddämpfender Layer eingebaut, der die Geräusche so ein bisschen dämpfen soll. Das Ganze werden wir allerdings erst nachher testen, wenn wir auch die Temperaturen uns anschauen. Übrigens auch ziemlich nett, man kann an der Pumpe direkt einstellen, ob das Ganze über PWM betrieben werden soll, also vom Mainboard aus gesteuert werden soll, oder ob das über einen automatischen Betrieb läuft, also die Lüfterregulierung. Die folgenden Tests habe ich alle auf der automatischen Einstellung durchlaufen. Bevor wir aber testen können, müssen wir das Ganze natürlich in ein System einbauen und das machen wir mal eben. Perfekt, eingebaut ist das Ganze. Jetzt jage ich da ein paar Spiele drüber und meine normalen Benchmarks und dann schauen wir uns einfach mal die Temperaturen an und dann könnt ihr ja selber für euch mal entscheiden oder beziehungsweise auch bei euch im System ja mal nachschauen, wie eure Temperaturen sind und das Ganze einfach mal vergleichen. Bevor wir jetzt aber testen, nochmal eben schnell das Testsystem. Wir testen heute mit einem i9-7900X, einem 10-Kerner, einer GTX 1080 Ti, 32 GB RAM, 120 GB SSD-Speicher und das Ganze auf einem Gaming Carbon AC X299 Motherboard von MSI. Ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass der i9-7900X so schwer zu kühlen ist, also lasst euch nicht verwirren, die Temperaturen sind tatsächlich relativ hoch. Das liegt schlichtweg daran, dass dieser CPU, das ist halt ein 10-Kerner, wirklich extreme Temperaturen verursacht. Das Ganze ist jetzt also nicht zwingend mit eurem System vergleichbar. Es sei denn, ihr habt auch ein i9-7900X. Nichtsdestotrotz hält diese Kühlung den CPU unter Kontrolle, was die Temperaturen angeht. Aber genug gelabert, hier die Ergebnisse. Hier habt ihr nochmal ein Soundsample von der Kühlung unter Volllast. Ich finde, gerade bei einem 360er Radiator hat man ja nicht nur den Vorteil, dass das Ganze einfach sehr gut kühlt, sondern man muss die Lüfter auch nicht so laut laufen lassen, weil halt einfach sehr viel Kühlfläche da vorhanden ist. Das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Dadurch, dass das Ding so groß ist, braucht man im Gehäuse Platz, um das irgendwo unterzubringen. Die Celsius S36 bekommt ihr online für ungefähr 120 bis 130 Euro, je nachdem wo und vor allen Dingen wann ihr online nachschaut. Wenn ihr Fragen habt zu dem Ganzen, dann schreibt die unten in die Kommentare, dann können wir gerne gemeinsam versuchen, das zu beantworten. Auch wenn ihr generell Fragen zur All-in-One-Wasserkühlung habt, also es muss jetzt nicht zwingend spezifisch auf die Celsius sein, dann auch die bitte gerne unten reinschreiben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.